Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Dienstag, dem 3. August 2021. Ja, wieder mal ein träger, lustloser Handelstag des deutschen Aktienindex. Denn es ging auf Tagessicht um gerade einmal 13 Punkte nach unten. Aber was ist und bleibt sehr, sehr spannend. Und zwar, es ist weiterhin ganz klar der Blick eben in Richtung des Aufwärtstrends. Denn darauf kommt es eben derzeit an und dieser ist noch immer intakt, aber es wird eben so langsam spannend, denn ja, man muss wirklich weiterhin die Augen offen halten, denn sollte der Aufwärtstrend nicht mehr lange so verteidigt werden können und die Gefahr ist eben groß, weil der DAX zieht und zieht nicht mehr nach oben an, ist eben die Gefahr groß mit einem Trendbruch, dass der Leitindex hier in eine Korrektur übergeht und dann eben die 200-Tage-Linie tatsächlich einmal in Angriff genommen werden kann. BMW war heute nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck, etwas mehr als 5%. Ja, und die Aktie hat somit auch das Konsolidierungsziel erreicht. Und ich bin gespannt, die 200-Tage-Linie ist nun sehr bald in greifbarer Nähe und darunter noch der Bereich von rund 77 US. Das ist eine relativ starke Unterstützungszone. Hier wird sich eben zeigen, ob BMW dann wieder zum Angriff ansetzt oder ob die Korrektur weitergeht und dann würde BMW tatsächlich übergeordnet noch bis knapp unter die Marke von 70 Euro abrutschen können. Also hier wird es auf jeden Fall spannend, denn darüber wird sich eben entscheiden, ob es jetzt wieder bergauf oder weiter bergab geht. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis morgen früh wieder mit dem Blick auf die Wall Street.